Schön, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video mit dabei, ist der liebe Escation. Mach dich mal bitte bereit, Tobi. Mein Gott, Alter, dass man dir das immer wieder sagen muss. Leute, wir werden heute gemeinsam etwas Geisteskrankes bauen, was ich nämlich online gefunden habe. Und zwar werden wir uns in eine No-Scope-Arena begeben. Wir werden nämlich ein kleines Hüpfburgen-Castle bauen. Ein Hüpfburgen-Castle, eine Hüpfburgenburg. Wir werden eine Hüpfburg bauen mit verschiedensten Ebenen und vielen, vielen Jump-Pads und werden uns darin mit Jagdgewehren No-Scope bekriegen, meine Freunde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon Bock drauf. Ich hänge schon Bock drauf. Und das ist meine goldene Scar hier, Alter. Aha, so, ich hatte goldenes... Tut mir leid, Alter. Wir gehen nämlich nach Tilted, Tobi. Und zwar bauen wir das genau da an der Stelle, wo ich auch das Video gesehen habe, Leute. Denn erstmal sind in Tilted die meisten Materialien. Zweitens ist da die Chance am größten, diese ganzen Jump-Pads zu finden. Aber, Tobi, wenn du jetzt runterfliegst und eventuell schon Lamas siehst, ja, sollten wir diese eventuell schon mal mitnehmen. Denn da befinden sich ja die ganzen Dinger drin. Und dann geht's los ins Jump-Pad-Battle, meine Freunde. Wird auf jeden Fall ganz witzig. Ich habe auch mal überlegt, so einen kleinen Parcours zu bauen, den man quasi macht durch Tilted, wo man dann am Ende ein Ziel treffen muss und so weiter und so fort. Kann man alles machen. Es gibt ja auch diese Tontauben-Schießanlage da hinten. Jetzt schon etwas länger bei Flash Factory. All sowas, meine Freunde. Wäre auf jeden Fall gut vorstellbar, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, wir haben erstmal ein bisschen Stahl. Gucken aber trotzdem, dass wir jetzt erstmal die. Da schießt jemand. Da schießt jemand. Alles gut. Gegner bei Parker. Tobi, das war ich. Alles gut, Tobi. Das war ich, okay? Mach doch sowas nicht mit mir. Tobi, alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Du weißt meine Nerven. Alles klar, Tobi. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hin und entledigen uns erstmal hier vorne diesem kleinen Basketballplatz. Der muss leider zur Seite, denn sonst ist hier kein Platz mehr. Den kann man nämlich jetzt ganz easy mal kaputt machen, Leute. Sag doch einfach, dass der weggehen soll. Also ich weiß nicht, ob man mit Gebäudestrukturen in Fortnite reden kann, Tobi. Hast du es versucht? Nee. Ja, also. Oh, was macht die Rakete, hä? Warum fliegt sie erstmal nach oben, Alter? Ist ja saunervig. Ja, hat keinen Unterschied gemacht. Ganz toll. Ist nicht kaputt gegangen davon, nee. Ja. Oh. Da hast du kurz Angst gehabt, du. Wir haben jetzt erstmal quasi hier den Boden, Leute. Wir bauen jetzt erstmal hier einen kleinen Stahlboden hin. Tobi, wie viel Porterfort hast du denn? Gar keins. Ja gut, ich habe nämlich eben eins gefunden. Muss die ganz symmetrisch sein? Eigentlich schon, ne? Ja, wäre besser. Damit das besser mit den Abständen passt. Haben wir die Spielfläche schon mal abgesteckt soweit? Neben kommt der Jump-Pad Tower. Na, der ganze Müll hier. Weg mit dem Müll. Warte, ich leg mal meine Waffen hier hin. Wenn du die klaust, dann gehe ich sofort auf. Dann kannst du mit alleine aufnehmen, okay? Okay, alles gut. Tut mir leid, ich habe nichts gesagt. Gut, dann ist das hier quasi unser Main-Tower in der Mitte, Digga. Also viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, hey Revi, was wird das? Wartet mal ab, Leute. Das wird ultra, ultra nice. Mal hier. Nummer 1, denn du bist meine Nummer 1. Es wird immer unangenehmer, mit dir aufzunehmen. Seit wann hast du angefangen zu singen, Tobi? Hä? Wusstest du nicht? Nee. Wir werden Not So Cold mitmachen. Gut, dass wir keine Sänger brauchen an der Stelle. Du hast gestern gefragt, dass du einen brauchst. Habe ich nicht, Tobi, also... Egal, ich hole mir gleich nochmal Cornflakes, als die Sache gegessen. Halt bitte dein Maul, Alter. Tobias. Ich heiße nicht Tobias. Carsten! Was ist denn mit Carsten los? Okay, Leute, ich würde sagen, wir sind soweit ready. Tobi, ja? Mach dich mal hier hin. Ach so. Und dann rein hier, Alter. Ich würde sagen, Leute. Warte, jeder in seine Kampfecke. Tobi, hast du noch die Vorderpots? Ja, die lagen hier sind zwei, hier. Oh Gott, ich kann die nicht nehmen. Oh, sehr gut, okay, pass mal auf, geh mal her. Dann machen wir jetzt folgendes, werfen wir hier eins hin. Wir wollen ja nur die Reifen haben, Leute. Denn die Reifen, Leute, den kann man ja auch ein bisschen hüpfen. Alter Schwede, nice. Das ist so krank. Du kannst einfach dauerhaft durchfliegen, ne? Richtig, richtig geil. Richtig, richtig nice. Okay, Leute, ich würde sagen, Tobi, wechsel mal am besten dein Team. Jeder wechselt Team. Warum? Weil sonst kannst du editieren und ich kann editieren. Du gehst einfach Team 3 und ich werde dir nicht editieren. Aber ich vertraue dir nicht. Einfach, doch. Ja, dann muss ich mir jetzt wieder einen neuen Chuck-Chuck suchen, Alter. Ja, warum? Weil man ja stirbt. Ja, und ich? Ja, du auch. Das soll einfach ohne machen. Dann hat jeder keins. Okay. Ich bin Team 2. Gut, ich leg meinen Shit hier hin und ich gehe in Team 3. Ich kann das Team nicht wechseln, ich muss in Team 1 bleiben, Tobi. Weil wir sind nur zu zweit auf dem Server. Okay, also machen wir ohne Schild. Wir machen ohne, ja. So, Leute. Ich würde sagen, wir können direkt schon loslegen. Ihr seht auf jeden Fall die Arena und jetzt geht's ab ins Battle. Wir haben Heavy Shotguns, goldene, ich würde sagen, davon nur eine. Und natürlich noch die Sniper. Es ist komplett random. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Aim oder so zu tun hat. Ja. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr zufällig sein, wer hier dann im Endeffekt die meisten Kills macht. Aber ich würde sagen, Leute, wir probieren das jetzt einfach mal aus in unserer kleinen Hüpfburg hier. Ich habe auf jeden Fall extremo Bock. Tobi, wo starten wir beide? In einer Ecke auf dem Jump-Pad? Ah, stimmt, warte, wir haben verschiedene Ecken. Ja, da musst du erstmal hochkommen. Wir gehen jetzt aufs mittlere Jump-Pad erst und dann jingen wir in unsere Ecken, okay? Oder wir starten von unserem oben, von unserem Launch-Point. In der Ecke. Okay, ich bin hier. Tobi, erste Runde. Hi, du stehst still. Jagdgewehr only, okay? Wo bist du? Okay, hier gut. Hin. Ich würde sagen, drei. Du musst da drauf springen, ne? Ja. 3, 2, 1 und go. Oh, shit. Oh, der war so knapp. Ah, nein. Wo bist du? Ja! Der Hit, Alter. Der Hit. Nein! Weiter hüpfen, nicht stehen bleiben. Ich hüpfe doch.
Ah, weiter hüpfen, auch wenn man am Boden ist. Ah, wo bist du? Ah, Jumppad genutzt. Wo bist du, Alter? Nein! 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 Ja. Oh, Digga, 1-0, aber es geht direkt mit dem Leben weiter, Tobi, ne? Okay. Oh, Junge, damn, Alter. Bis wie viel wird gespielt? Oh, ich würde sagen, wir machen einfach random, einfach, keine Ahnung. Okay. Das ist ja sowieso super zufällig, wer hier was trifft, Alter. Oh mein Gott, Alter. Du hast okay, auch noch, du hast 10 AP, ne? Ja, ja, ja. 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 Okay, wo bist du? Ah, ich bin Ninja. Hallo. Boah. Ja! Yeah! Was? Digga, der Headshot, Alter. Woo! Nice one, Digga, nice one. Oh mein Gott, Alter. 1-1. Ich würde sagen, Runde Nummer 2. So, wo bist du? Digga, 1 Meter an dem Kopf vorbei. Ja! Hello there. Oh mein Gott, war das close, Alter. Klose. Mirus auf Klose. Ah! Komm zurück, du Feigling. Ja, bitte dir. Alter, wieso? Boah, weiter hüpfen, nein! Hä, hey, wo bist du? Wo bist du? Ah, da. Nein! Weiter hüpfen, weiter hüpfen, weiter hüpfen! Nicht aufhören! Alter! Niemals aufhören zu hüpfen! Yeah! Was? Der war so knapp! Alter, nein, 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 komm schon! Nein, nein, nein! Ich schaffe es! Vor allem, wenn du nicht in Bewegung bist, dann fast zu tot. Also gut wie tot, meine ich. Ja! Ja, Digga! Nice! 2-1! Auf geht's, Junge! Das ist so, es ist so heftig. Ey, es macht so Bock, es ist so intens, Leute, ihr glaubt das Holy nicht. Holy shit, Alter. Ey, man kann sich so geil durch diese Arena navigieren. Jetzt mal ohne Aufnahme, es macht gar keinen Spaß. Alter Schwede, ist das nice, Leute, richtig geil. Okay, eine Runde noch Jacke wäre Tobi, würde ich sagen. Okay, es entscheidet unentschieden. Und dann geht's Shotgun, okay? 3, 2, 1 und go. Was? Oh, er geht close range, nein! Das ist so ein Nervenkitzel, weil du kannst einfach jede Sekunde getroffen werden. No! Nein, dann, warum war das nicht drauf? Komm, da gar nicht. Oh! Alter! Nein! Ja. Nein, Digga! Unentschieden im Jagdgewehr, bei dem nice Alter. One, Digga! Ich hab dich kein einziges Mal getroffen, ne? Nee, nee. Oh, okay. Junge. Ich würde sagen, Leute, wir schauen mal ganz kurz, wie das bei Shotguns aussieht. Ich weiß es nämlich gar nicht. Oh, bei Shotguns ist es krass, glaube ich. Ich glaube, das ist ziemlich unbalanced, Alter. Also, ich glaube, das ist ziemlich wack. Tobi, das war deine falsche Ecke. Ja, nein, ich führe! Ich stand schon eher als du. Nein, okay. Hast du was mit Jagdgewehr gespielt? Disqualified. Disqualified und raus mit ihm, Alter. Hey, Digga, ich war die ganze Zeit schon in meiner Ecke. 3, 2, 1. Go! Go! Hallo! Oh, danke! Oh! Nein! Nein, Digga! Ja, okay, das ist voll schwachsinnig mit Shotguns. Ich würde sagen, Leute, wir spielen lieber nochmal eine Runde Jagdgewehr. Shotgun ist dann doch ein bisschen schwachsinniger, glaube ich, weil man hat gerade gesehen, ich meine, du hast auch nicht mehr viel Leben, ne? 33 noch. Ja, siehst du mal, also noch ein Schuss mehr, das ist... Ein also Schuss. Mit Shotguns ist es, glaube ich, nicht so witzig wie mit Jagdgewehr. Ich würde sagen, das werden wir jetzt einfach nicht. Wir machen einfach noch ein paar Runden Jagdgewehr, Leute. Es macht einfach so... Aber wir sind ja noch unentschieden im Jagdgewehr. Bock. Es macht ja noch so unendlich Bock, Alter. Dann, Leute, ich würde sagen, noch ein, zwei Runden Jagdgewehr. Und dann ist es auch schon hier das gewesen. Wir können natürlich auch mal mit anderen Sachen mal rumspielen. Wir können natürlich mal mit Impulsgranaten und so weiter und so fort. Wir können auf jeden Fall die Todesarena weiter ausbauen. Ich würde sagen, und los geht's. Also was? Achso. Ich höre jetzt 33 HP, ne? Das ist achso. Ja, warte, bring dich kurz um, oder? Warte, ich richte dich kurz hin, okay? Oh Mann, das war knapp. Wenn ihr wollt, dass wir mal so ein XL-Battle machen wollte, dann lasst auf jeden Fall dafür auch mal ein Däumchen nach oben da. Es macht auf jeden Fall echt sehr viel Spaß und ich kann euch nur empfehlen, das Ganze auch mal zu machen, Leute. Also es ist echt ziemlich, ziemlich geil. Okay, ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Hello there! Oh! Oh! Und... Ah! Nein! Der hüpft weg! Alter, wenn der getroffen hätte. Oh! Boah, Junge, es ist so intens, Alter. Ey, nicht stehen bleiben und campen, Alter. Das ist halt nicht erlaubt hier. Ich hab mich versteckt. Ah, Junge, Alter. Okay, ich würde sagen, eine Runde noch. Okay, Leute, steht 3 zu 2. Tobi ist gerade dabei, das Ding hier anzuführen. Er kann jetzt noch gewinnen, Leute. Wenn nicht, wenn wir jetzt ausgleichen, ja, dann gibt's auf jeden Fall nochmal eine größere Arena mit noch mehr Bounce-Pads. Dann gibt's ein kleines Rematch, Leute. Ja, das heißt, Content wird hier erstellt an dieser Stelle. Und ich würde sagen, Tobi, wir labern gar nicht drum rum, sondern wir fangen jetzt einfach an, okay? Wir machen einfach. Wir machen einfach. Hallo. Boah. Wo bist du? Hä? Oh. Was? Ich war was? Sowas von drauf, Digga. Ich war sowas von drauf. Alter, nee. Oh mein Gott. Digga. Hä? Ich treff dich nicht. Ah. Wo bist du? Nein. Still stehen bleiben ist der größte Selbstmord, den du machen kannst. Ja, du machst das doch die ganze Zeit. Oh. Ja, ich weiß nicht. Ja! Oh, nein. Der Hit! Der Hit! Da war er! Nein!
Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Vor allem, wenn man hier landet, in den Ecken, dann müssen wir unbedingt noch welche machen. Weil wenn man hier landet, dann ist man so aufgeschmissen. Nein, wie war das nicht drauf? Nein! Alter, nein! Nein! Okay, okay, okay. Verpiss dich! Okay, wir müssen hier echt mehr Bounce-Sets hinmachen, Alter. Man steht die ganze Zeit viel zu still an manchen Stellen. Ja, aber nur in dieser einen Ecke da. Oh. Hör auf, die Jump-Bats zu benutzen, du Schwein! Hör auf! Du Schwein. 10 AP beide, Alter. Es wird spannend, es wird spannend. Na, du fliegst. Wo bist du? So. Ehrenloser. Ah! Nein! Oh mein Gott! Ist das dein Ernst? Ah! Alter, ist ja nicht wahr. Nein! Alter! Wenn man aneinander zufliegt, ist so gruselig, ne? Das, was ich hier mache, ist gerade so geil. Wie machst du das? Auf den einen, dann gehst du in den nächsten hier, dann springst du auf den nächsten hier. Und wo bist du? Dann weiter hier auf den nächsten, Alter, ist er nicht... Boah, Junge, ey, was ist denn gerade los? Alter, ich hab's... Der Druck ist zu groß, Tobi, der Druck ist zu groß. Oh. Nein! 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 Ladehemmung. Ey, das ist doch nicht wahr, Alter! Du Penner! Oh. Hör auf, die Jump-Bats zu benutzen! Die sind nicht verboten, ja. Ja! Mit R in der Luft, Alter! Nice one! Dicker! Alter. Unentschieden, 3-3, Leute! 3-3! Alter, was für ein Battle am Ende! Oh mein Gott! Leute, ich würde sagen, wenn ihr wollt, dass ihr das Ganze nochmal mit Impulsgranaten macht, weil schaut mal hier, Leute. Ihr seht's ja, man fliegt nochmal deutlich weiter mit dem Ding. Das ist der finale Endkampf zwischen uns zwei dann. Da wird in einer ganz riesig fetten Arena mit mehreren Mitteln gekämpft. Und ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch bei Revi vorbeischauen. Der hat auch ein Video dazu gemacht. Das ist mein Kanal, also. Gut, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut beim lieben Tobi vorbei. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich verabschiede mich. Macht das gut. Ja, nein! Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.